So, da hat man das auch. Dann müssen wir nach dort hinüber. So, umgerannt. Boah, Alter. Macht man einen Abflug. Tum, tum, tum. Töner voraus. Gott sei Dank. Oh. Noch 1 Kilometer. Berg. Erinnert mich irgendwie an Game of Thrones. Das scheint mehr Piraten zu sein. Oh, antike Tafel. Sind schon mal Gefangene? Dort haben wir einen Schatz. Drei Schätze haben wir, jetzt brauchen wir bloß noch 5 Gefangene haben wir auch. Es fehlt noch die antike Tafel. Haben wir die schon? Ah, da ist sie. Was haben wir noch? Irgendwas Komisches. Wollten ja ein paar antike Tafeln sammeln. Wir haben eine, also brauchen wir noch. Also müssen wir, wenn wir immer 4 kriegen, dann brauchen wir 3-mal. Bitte. Danke. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Schneeding machen.
Gefangenen befreien wir mal zum Schluss. Erst meucheln wir erstmal die ganzen Leute hier durch. Durchs Fenster schmeißen. Schade. Durch. Oh, da kommt einer hoch. Gut. Nein. Der eine hat eine Geisel, hab ich gerade gesehen. Müssten eigentlich jetzt alle gedreht sein.
ist noch einer. Das hat man schon geöffnet, so wie es aussieht. Da oben müssten wir eigentlich immer mal hin, ne? Shit. Wo da hoch rennen. Mit. Sehr schön. Gut, hier geht's nicht durch. Da haben wir eine Truhe. So, da haben wir auch noch wieder was. So, wieder oben rum. Na, macht schon noch. So. Eine Truhe noch. Zwei Gefangene. Ist dort drüben. Ja. Soho. Gut, das war's. Haben wir noch eine Festung gesäubert? Warum nicht? Die Ruinen von Mykene. Hier lebte einst Perseus persönlich. Perseus. Heute unten ist auch so ein riesengroßes Städtchen. Moment. Für die, die sich fragen, na, ich habe mir das Upgrade-Pack geholt hier. Hier oben ist ja auch noch so ein Spacko Heino. Den müssen wir auch noch breiten. Was ist das hier? Ah, alles klar. Hallo Pegasus. Los geht's.
Shit, was denn noch jetzt? Eigentlich echt hübsch, ne? So, die Antike. Lässt sich bestimmt gut leben. Oh, Bewegung. Hier müssen wir hin. Vorsichtig. Boah. Laut Alkibiades wissen die Heteren etwas über meine Mutter. Ich sollte Antusa ausfindig machen. Wo fange ich an? Du hast hier nichts verloren. Ja, chill mal. Wir stellen keine Fragen. Ich bleibe lieber unbemerkt. Hallo? Ah, hier. Bist du Antusa? Ich? Antusa? Für dich kann ich alles sein, Liebes. Ich verlange weniger als die Heteren, aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Was? Ihr Name sagt dir also etwas. Antusa? Sie ist schon ewig hier, aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Heteren gleichgestellt zusammenarbeiten. Doch Antusa ist besonders. Sie spricht, die anderen hören zu. Aha. Ich habe noch keine Hetäre getroffen. Glaub nicht alles, was du hörst. Sie verkaufen, was viele von uns in Korinth verkaufen. Doch für sie geht es nicht nur um den Körper. Sie sind Händlerinnen, wenn man so will. Sie sind gerissen und können so gut reden, wie sie aussehen. Klingt nach einem guten Geschäft. Warum willst du keine Hetäre sein? Ich bin nicht mehr die Jüngste, oder Liebes? Bis ich gelernt habe, was die können, empfange ich die Männer auf dem Totenbett. Wenn die Heteren nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen die Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Aphrodites Jünger. Oh. Was? Im Ernst? Das scheint mir also so das Lüstbombe-Städtchen zu sein. Die Stadt der Krüge, Hetären und nicht viele mehr. Okay. Kultistenhinweis, wo? Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Sagst du.
Sachen zu verkaufen. Das kann man alles verkrappen. Es kommt drauf an, was du hast. Das war das. Sehr schön. Kann das sein, umso mehr Kohle du hast, umso mehr... höher sind die Preise? Kann das sein? Das ist echt teuer. Alter, das ist doch verarschen. Danke, dass du da warst. Aha, hier haben wir einen neuen. Leere Worte bleiben besser ungesagt. Aha. Oh, hier haben wir einen Spartaner, hä? Oder ist der... Wenn wir den entdecken, haben wir... Moment, was wollte ich machen? Schon wieder vergessen. Shit. Der Tog jetzt, ey. Wir machen das mal auf Querfeld ein, hä? Noch schön. Holz. Eisen. Holz. Das ist der richtige Ort. Ach, hier oben muss ich auch was synchronisieren. Sehr schön. Ach, wie schön ist das, dass wir hochklettern können. Tempel der Aphrodite.
Tempel auf der Spitze von Akro-Korinth. Danach habe ich gesucht. Und es sieht so aus, als wären das ein Haufen. Müssen wir hin. Schöne Aussicht. Sie wurde gerade noch schöner. Ich hatte gehofft, dich wiederzusehen. Alcibiades, was machst du außerhalb von Athen? Jemand wie ich ist immer in Bewegung. Ich lege mit meinem Schiff in jedem Hafen an. Da bin ich sicher. Wenn du nicht nur wegen der Aussicht hier bist, habe ich einen Auftrag für dich. Dieses Paket hier muss unbedingt den richtigen Empfänger erreichen. Es ist nicht von mir, sondern von einem Mann namens Diodoros. Ich helfe dir. Ist es nur diese kleine Schachtel? Man soll nicht immer nur nach der Größe gehen, weißt du? Ein kleines Ding kann trotzdem Großes bewirken. Was? Du sagtest, das Paket sei nicht von dir. Warum hast du es dann? Sagen wir, es fiel mir einfach in die Hände. Diodoros bat mich um Hilfe, so wie ich jetzt dich um deine Bitte. Warum überbringt dieser Diodoros es nicht selbst? Du bist sehr neugierig, nicht wahr? Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Manchmal sind Dinge einfach, wie sie sind. Du bist weit gereist. An welchem Ort bist du am liebsten? Oh, eine persönliche Frage. Interessant. Die Welt ist voller wunderbarer Orte. Ein Lieblingsort wählt sich so schwer wie eine Lieblingshetäre. Ich könnte einen nennen, doch die Antwort ändert sich mit meiner Stimmung. Okay. Nun gut, wem soll ich das Paket überbringen? Es gibt einen Mann namens Bardas bei der Festung von Korinth. Er ist eine ihrer stärksten Ressourcen. Und ich sage ihm nur, es ist von dir? Nein, Diodoros. Vergiss das nicht. Diodoros. Wenn das mal eine Falle ist. Also, Dispection. Deswegen soll ich es auch Diodoros. Au. Könnte der Quest noch gehen hier, ne? Hier beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste ist die Aussicht. Geschrieben von Themistokles. Wer hätte gedacht, dass der große Feldherr auch ein Poet war? Themistokles. Ja, ja. Kennen wir ja. Den jungen Mann. So. Für wen halten die sich? Ich muss sie aufhalten. Die Gegend wird gut bewacht. Ah!
Wir machen. Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Und warum? Sind hier keine Wachen? Ach, diese Pflege glauben, der Tempel sei ihnen gewidmet. Die Diebe sind hier aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Wer nennt sich denn freiwillig Höker? Lass ihn das bloß nicht hören. Dem Letzten, der es wagte, seinen Namen zu sagen, schnitt man die Zunge heraus. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Ja, ähnlich wie wir, oder? Bloß wir sind lieb. Also jagt er die Hetären wegen des Geldes? Genau. Weil die Hetären so viele Drachmen einbringen, will er alles, was sie kontrollieren. Bei denen gibt es für die Räuber mehr als bei uns. Gut. Dann suchen wir mal. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Antusa gehört. Ich suche sie. Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Hetären sehen alles. Sie halten sich beim Pyrenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten. Warum? Zur Hölle? Sie ist hier hoch und dann musst du da rumbauen. Hier, ihr spartanischen Deppen, ne? Das waren Kriminelle. Kriminelle! Und es ist euch egal. Blöden Saftsäcke. Gut, das dürfen uns bloß nicht erwischen lassen. Moment, wir müssen natürlich auch noch gucken, dass hier keine Patrouillen sind. Haben wir schon mal einen Haufen? Du gehörst mir! Los! Ja.
kommt denn der jetzt? Kommt denn der jetzt her, der Penner? Wir hatten nämlich gesehen. Der Wurstfinger. Der Blöde. Sinnlos, ey. Nein, nicht Foto machen. Warte mal weg. Da eben nicht. Nee. Meine Fresse. Ich muss echt mal wissen, wie der behinderte Wichser mich gesehen hat. Verzeihung. Geht jetzt bei dir ab. Verzieh dich. Weitermachen. Los, Mensch. Sonst kannst du da überall hochklettern. Klasse. Was da drüber? Na klasse.
Toll. Wie soll ich dort jetzt hinkommen, wenn der Panel dort steht? Oh. Ich schwöre dir, ich mache die alle kalt, wenn das jetzt nicht wird. Boah, ist das sinnlos. Hau rein. Machen wir eben das. Wird egal. Also hat uns Cassandra endlich gefunden. Du kennst mich? Und du kennst sie. Das ist Anthusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freundin erwiesen. Hörst du, Ikaros? Ihr Auge ist scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Phoebe! Aspasia schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Anthusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Cassandra und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. In der Stadt läuft ein ehrloser Mörder frei herum. Du kannst mir nicht einfach so hinterherlaufen, wie damals in Kephallenia. Ob Höker oder Zyklop, ich habe es doch auch hierher geschafft, oder? Ja, du findest immer einen Weg. Wir sollten hineingehen, Cassandra. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Was ist der Anlass deines Besuchs? Alcibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Ich hatte mir eine andere Antwort erhofft. Es ist die einzige, die du bekommst, bis ein fairer Handel beschlossen ist. Ich bin schließlich eine Geschäftsfrau geworden. Du sagst besser die Wahrheit. Cassandra kann sehr wütend werden. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Anthusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Solange du mir gibst, wonach ich suche, werden wir uns gut verstehen. Verhandlungen erfordern immer Kompromisse, wie du weißt. Kompromisse sind das eine, Betrug das andere. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Ich hörte von ihm, nachdem ich seine Männer tötete. Er scheint berühmt zu sein in Korinth. Aber nicht wegen guter Taten. Sein Messer hat viel korinthisches Blut vergossen. Aber so ist das beim Handeln. Es gibt böses Blut zwischen uns. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wegen des Hökers? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes.
Hat Amalis erzählt, was los ist? Sie hat nicht viel gesagt, aber ich kenne diese Frauen so gut wie mich selbst. Irgendwas stimmt nicht. Was plagt Irina? Sie sucht nach Clio, einer Hetäre, die verschwunden ist. Ich bin leider zu beschäftigt, um bei der Suche zu helfen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gut. Der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Wenn jemand also die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statt er seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brennt seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Warum raubt er Leute aus, die selbst kaum Drachmen haben, wenn er ein Geschäft hat? Es ist nicht recht, aber es macht reich. Der Schmuggel ist ein Scheingeschäft. Er stiehlt Sklaven, Unschuldige, die du verschonen solltest. Aber seine Schläger sollen brennen. Seine größte Einkommensquelle zu verbrennen klingt, als suche man förmlich Ärger. Ich will doch meine neue Kämpferin vorführen. Außerdem versteht er nur Gewalt und sonst nichts. Ich kenne viele Leute, die diese Sprache sprechen. Dann soll das Lagerhaus brennen.